Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Purpur. Wir sind in einen super spannenden Kampf verwickelt gegen Arctip und mein Agilusa hat sich gerade von selbst schlafen gelegt. Level 36, da meinte er, oh, muss uns nicht gerade zuhören. Arctip pennt noch ein bisschen. Setzt auch nur Genesung ein, obwohl er voll KP hat. Arctip ist parat, das ist echt langweilig gerade. So, komm schon, jetzt wach auf. Ist aufgewacht. Vor nicht zu bemerken. Ich kann nicht mehr. Komm, ich flüchte gleich. Das hat doch keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Agilusa ist ja ein richtiges Penner-Pokémon. Das hast du davon. Na? Wie gefällt dir das, besiegt zu sein? Haben die Pokémon uns gerade alle ausgelacht? Tja, tut mir leid, Knabbun. Aber du hast gesehen, was die getan haben. Komm, bitte lass mich jetzt nicht hier die Top-Genesung verheizen. Du setzt Top-Genesung ein. Die Paralyse wurde von Knabbun aufgehoben. Aber Arctip wurde paralysiert. Das könnte uns helfen. Hauen wir mal ein Äschern raus. Bam, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Arctip ist paralysiert, kann nicht handeln. Das sollte eigentlich Agilusa sehen. Wie wir beide hier zusammenhalten. Knabbun setzt Nitro-Ladung ein. Und das war sehr effektiv. Hast du super gemacht, Knabbun. Nächster. Gyarados, das kannst du für dich behalten. Okay, Raichu greifen wir lieber nicht an. Alles wieder weg hier. Wenn die Pokémon ein bisschen stärker werden von mir, dann könnte man das ja richtig eben als Kampfmöglichkeit nehmen. By the way, ist da hinten irgendwas? Wenn man Austoss. Ist das nur, dass hier so viele Austoss sind oder was ist hier? Wahrscheinlich. Das könnte man aber gerne mit anderen Pokémon machen. So, ich weiß gar nicht, worüber ich gerade geredet habe. Das muss ich auch noch lernen. Okay, wir gehen mal zurück zur City. Mal noch mehr Bamelin und Boilin. Und ein Hyperball. Wingull. Hier haben wir noch eine Kraftpeter. Sag jetzt nicht, ich komme. Doch, da werde ich hochkommen. Oh, Voltrell. Dann fahren. Da oben habe ich auch schon wieder gedacht, das ist ein Pokémon. Diese Büsche machen mich fertig. Dann haben wir wieder das Pokémon, was so aussieht wie Miraidon. Wieder Funpiece. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hashtag Kommentare. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin doch so blöd, ne? Naja, wir können ja mal gucken, ob wir hier Items finden. Hier oben scheint erstmal nicht zu sein. Doch, da hinten. Hier auch. Wikibeere. Und Zauberblatt. Auch wenn es gefährlich ist, wo die hier rumlaufen, nehmen wir uns das mal mit. Japa-Beere. Wir haben einen Eisheiler. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da hinten lang kommen wir direkt zur Stadt und zum Pokémon Center vor allem. Okay. Haben wir wieder ein paar von denen. Ich will eigentlich nicht kämpfen, aber wir müssen alle Trainer mitnehmen. Willkommen in meinem Freiluftcafé. Wie wäre es mit einer Portion Niederlage? Wie wäre es mit einer Portion schlechte Wortwitze, Serviererin? Ich werde dich gleich auf dem Tablett servieren. Das war ein Wortwitz. Na los, Knabbun. Erfassen von Kilia wirkt. Schön für sie. So, Kilia, Pflanze Fee, glaube ich. Die Stärke der Feuerattacken von Kilia wurde erhöht. Heißt das jetzt? Knabbun wurde verwirrt. Knabbun kann keine Feuerattacken einsetzen.
Das will ich jetzt wissen. Komm schon, setz wenigstens ein, nur damit ich es wissen kann. Hat sich selbst verletzt. Hat sich selber in den Hintern getreten. Und wir sind besiegt. Tja, damit habe ich noch nicht gerechnet. Du hast kein kampffähiges Pokémon mehr. Bitte geh in die Wasserarena, das Pokémon Center. Also hier vorne, nicht in dem anderen. Du eilst ein Pokémon Center, um deine schöpfest Pokémon bei deinem Schaden zu schützen. Also bei der Menge an Pokémon, die hier sind, kann man das nicht ohne irgendwo reinzurennen. Bin gespannt, wo wir jetzt sind. Viel Glück, pass auf euch auf. Nein! Wir konnten eine ganze Menge heute. Immer und immer wieder. So, was auch immer da hinten ist, wir kämpfen dagegen. Ist das immer wieder dasselbe Terra-Pokémon? Übersehen wir das alles immer? Pudersand? Nix. Keine Lust jetzt. Noctuska sogar. Top-Trank, auch ein wichtiges Item. Gehen wir mal vorsichtig hier durch, ohne irgendwo anzugreifen. Wenn jetzt hier wieder Blutzug drunter ist, ne? Ne, ist es nicht. Okay. Kämpfen wir mal alleine. Wir haben keine Freunde. Ja. Spaß beiseite. So. Lass uns sehen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß, welches Pokémon das ist. Ich habe es vor Augen, wie so ein Ziegenbock sieht es aus. Müsste Pflanze Boden vielleicht sein. Okay, das sind mal drei Gangsters. Und ich. Ist auch cool gemacht. Oh, Mehikel, genau. Oben mit den Bildern von ihm. Hab bis jetzt noch gar nicht gesehen, ob das bei den anderen auch war. Okay, wir setzen Pflücker ein. Und Mehikel ist besiegt. Mehikel müsste auch aus Einall, glaube ich, sogar kommen, ne? So, wir wollen uns Mehikel nicht fangen. Der Dämmer steht jetzt irgendwohin verschwunden. Warum fangen die anderen Trainer sich das nicht? Wäre auch so ein cooles Gimmick. Wieder ein paar EP-Bonbons. Leider keins in M, aber ein paar S, das ist schon gut. Und die setzen wir auch gleich direkt ein. Na komm. Ladebildschirm. So, das Ding ist weg. Wir hauen mal die Erfahrungsbonbons raus. Gehen wir mal Knabbon. Bringt eh nicht viel. Die beiden geben wir auch Knabbon. Und Knabbon erreicht Level 29. Calcium, Spezialangriff, Basispunkte. So. Hauen wir mal alles auf Knabbon raus. Zink, einsetzen. Spezialverteidigung. Okay. Weiter geht's. Mich würde interessieren, wann sich Knabbon dann mal weiterentwickelt. Und ob sich Knabbon weiterentwickelt. Ich weiß das gar nicht mehr, ob das sich auch weiterentwickeln wird. Man soll es fürs nachgeschaut haben. Hyperball, Trank. Achso. Ach Mist. Ich wollte eigentlich darüber. Ich dachte, hier ist ein Item. Okay. Flatutu. Setzen wir mal Aeroas ein. Und was besiegt. Ich finde das auch gar nicht mal so schlimm, dass wir immer wieder hier drin sind. Es nervt zwar, aber bis jetzt haben wir gute Erfahrungspunkte dadurch machen können. Und leveln. So. Sternstaub. Was auch cool wäre, aber das wäre dann schon, glaube ich, zu einfach. Wenn die Pokémon alle dieselben Erfahrungspunkte kriegen würden. Dieselbe Menge. Oder die Effektivität sogar. So, Donnerblitz. Und Geronimatz ist besiegt.
So, das war doch wieder gut. Jetzt schlängeln wir uns aber mal durch und gehen wirklich zu der Stadt. Mensch, was sind hier viele Items? Nein, das ist noch ein Terra Raid. Okay, wir machen erst das Terra Raid und dann gehen wir zur Stadt. Viel Trank und Puder sind. Ich glaube, die Tränke verkaufen wir auch alle mal. Warum ist da so eine Öffnung? Da kann man hochfliegen bestimmt. Weiß nicht, wie wir sonst da rankommen, aber definitiv werden wir da hochkommen können. Vielleicht da hochspringen. Vielleicht durch diese Öffnungen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei Pokémon sowas gemacht wird, dass man da durch so ein kleines Stück hochspringen kann. Es wird bestimmt irgendwas geben, wie wir da rankommen. So wird das nichts. Ja, eine Leiter. Ich bin auch so schlau manchmal, ne? Na komm. Ich dachte, dass wir da oben vielleicht rein können. Und dass da so eine Höhle entsteht. Wieso geht die Leiter nicht hoch? Hä? Ich drücke gerade wahllos Tasten. Um zu sehen, ob ich da hochkomme. Kann ich mit mir rein und da hoch? Ne. Hey. Wieso geht der jetzt leider nicht hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Kämpfen wir erstmal gegen Geronimatz. Der will es wieder wissen. Level 23. Den könnten wir vielleicht sogar mit einer Attacke besiegen. Ja. Geronimatz wurde besiegt. So, das Ding wird schwierig werden. Es hat nur, dass die Terra-Kristallisierung hat und stärker ist, ne? Wenn wir da auch Erfahrungspunkte kriegen würden von EP-Bonbons, besser gesagt, das wäre dann ein bisschen attraktiver. Naja. Garnovelkralle. Da hinten ist wieder das Donphan Pokémon Zukunftsviech. Er will kämpfen, das würde ich mir noch antun. Sie will kämpfen. Warum darf man eigentlich nicht zum Schlumpf von Baldea gehen? Weil es verboten ist. Es tut mir echt leid, Mann. Pokémaniac Nicolo fordert dich heraus. Dragonir oder Dratini. Habe jetzt nicht aufgepasst. Naja, eher Dratini. Ja. Cooles Drachen-Pokémon. Habe ich auch gerne in... Wo waren das überhaupt damals? Ich glaube, Pokémon... Gold. Da habe ich mit Dragonir gefangen. Da, wo das rote Garados im Wasser ist. Da in der Höhle hinten gab es auch das... Die ganzen Dragoniers. Und selbstverständlich wurde das zu Dragoran entwickelt. So. Dragonir wurde besiegt. Dratini. So, komm, sag deinen Abschlusstext und lass uns weiter. Naja, wenn ich schon gegen ein Kind verliere, ist es dort bestimmt eh zu gefährlich für mich. Wir sind aber kein Kind. Wir sind großer Trainer. Wollte gar nicht mit dir reden. Sitzt mir nicht voll. Nein, Spaß. Ist schön, dass du mit mir reden willst. Puder Sand. Aber sonst gibt es hier außer diese Taurus-Herde. Oh! Kramurks. Kramschaft fand ich immer cool. Sonst gibt es hier nichts Besonderes mehr. Ein Terra-kristallisiertes Pokémon. Ich glaube, das, was wir gerade hatten, hatten wir damals nicht bekämpft. Und nicht gesehen. Ich glaube, die Terra-Rätsel stehen doch einfach so. Na, Hesa, Kombu. Mein lieber Scholli, das glaube ich einfach nicht. Egal wie sehr euch die Meeresbrise auch zusetzt, ihr blüht einfach munter drauf los. Da fehlen mir glatt die Worte. Was für ein einzigartige Blümelein. Hehe. So, jetzt aber nichts wie auf zum Markt. Alter, was läufst du hier so rum? Kannst du nicht bitte einmal kurz anhalten? Und zum Markt, wir waren schon in der Stadt. Dann hat sich das ja doch wenigstens ein bisschen gelohnt, hierher zu kommen. Sonst hätten wir ihn gar nicht gesehen. Kannst du mir helfen?
Erledigst du meine Lieferung für mich, wenn ich gewinne? Ist das dein Ernst? Geh arbeiten. Lieferant Bobby. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wie das Ding gleich ausgehen wird. Donnerblitzattacke. Und ciao. Geronimats wurde besiegt. Wie die immer die Hände, die Fäuste zeigen, als wenn die gleich mit reinsteigen. Können die ja machen, aber erstmal hole ich mir den Machomai. Können sie gerne mitkämpfen. So, sehr viele Pokémon hier. Da sind weggelaufen. Noch so eins. Ich bin ganz schön platt. Ich habe mit Mopex die Wüste durchquert und bin nun fix und fertig. Ey, meine Pokémon heile, gönne ich mir auch gleich eine wohlverdiente Pause. Na, Spaß am Kämpfen? Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast in der westlichen Zone gegen einen Trainer gewonnen. Wenn du gegen insgesamt 4 Trainer gewinnst, bekommst du fantastische Preis. Du weißt, was das für ein Preis ist. Pokémon heilen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob Schwester Joy wirklich die richtige ist, um uns zu sagen, was wir als nächstes machen sollen. Ich glaube, von daher werde ich das auch nicht nochmal machen. Das ist, wie gesagt, die Weiterentwicklung von Mickrick. Da haben wir noch zweimal Sprudel. Das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das hatte 60 HP mal gebracht. Na los, wollt ihr kämpfen, hä? Komm her. Die greifen hier an. Das ist ja fies. Okay, weiter geht's. Ich glaube, zum Leuchtturm müssen wir gar nicht direkt gehen. Das wird bestimmt noch eine Situation geben, dass wir da hinkommen automatisch. Das ist ein Slimer. Ein Rotom. Also ich bin ja so ein bisschen raus, aber ist Rotom nicht eigentlich ein legendäres? Ich komme gerade nicht so ganz mit. Warum ist hier ein Rotom? Das finden wir jetzt raus. Oh, Voltabsorber wirkt. Ich schätze mal, wir können wirklich keine Elektroattacken einstecken. Rotom. Seit der 4. Generation. Ich bin immer, und damals hieß das immer, dass Rotom legendär ist. Aber so wie es aussieht, ist das nicht mehr so ganz. Wegen des Pokémon reinzufahren mit Zapfen beim Körper. Von Wissenschaftlern. Also das ist alles jetzt nicht gerade das, was ich brauche hier. An Informationen. Interaktion mit Mikrowelle, ja genau. Das konnte ja damals immer diese Form annehmen. Aber ich glaube, das geht hier nicht. Steht auch nichts. Ist sowieso aus Sinn, und wir lassen das mal mit Rotom. Jetzt fast gefangen, aber lassen wir es erstmal sein. Ist nicht effektiv, aber Rotom wurde besiegt. 894. Voltrian versucht Doppelflügel zu erlernen. Was ist denn Doppelflügel? Ich kenne nur Flügelschlag. Doppelflügel. Der Anwender trifft das Ziel zweimal hintereinander mit seinen Flügeln und fügt ihm so Schaden zu. Na, er nimmt die Beere. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und das ist stärker und hat eine bessere Genauigkeit. Wir lassen Doppelflügel mal sein. Da hinten schleicht sich gleich Slimer an. Okay, hier gibt es sonst noch nichts Besonderes. Das ist wieder ein Rotom, ja. Also wenn wir eins brauchen oder wollen, können wir uns das auf jeden Fall holen. Und hier kommen auch die Leiter hoch, das verstehe ich nicht. Na, was habt ihr? Hast du auch diese Brutzelwüste durchquert, um hierher zu kommen? Du bist aber nicht zufällig einem seltsamen Pokémon begegnet, oder? Oh doch. Uff, ich glaube, ich lasse mich von meinem Flugtaxi nach Garafosa City zurückbringen.
Flugtaxi, ist das dein Ernst? Hier geht's mir gut, wie das funkelt. Nicht rennen, ja? Wow, so hoch. Die Insel schwebt im Meer. Okay, er weint nicht. Von hier oben sieht der Markt richtig winzig aus. Sag mal, Felino. Das Pokémon will bestimmt kämpfen. Oder auch nicht. Muss ich das Werfen echt üben? Ansprechen. Nur eine Münze. Ach so, ich dachte, wir können kämpfen gegen ihn. Da habe ich ihn angesprochen. Zollt er wahrscheinlich noch mehr, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe. War sogar glücklich. Ich habe so viel Geld bei der Auktion verloren. Oh. Und jetzt treibt mir die salzige Meeresluft auch noch Tränen in die Augen. Schrecklich. Heususe. Selber schuld, wenn du dein Geld verspielst. Okay. Nach oben zurückkehren will ich nicht. Wieso steht das immer noch nach oben zurückkehren? Guckt mich alle nicht so an. Das sieht so verstörend aus. Ah! Das ist doch das Pokémon, was von das Auto war. Knattox. Genau, Knattox war das Pokémon, was wir gesehen haben. Oh, gegen das wir gekämpft haben. In dem Team... Team Stern. Ich glaube, Team Stern hießen die. Ich habe echt Probleme, mir Sachen zu merken. Im Moment. Okay, Knattox wurde besiegt. Der kleine Einzylinder. Und ich glaube, sonst gibt es großartig nichts mehr zu finden. Ah, wir gehen den Weg nochmal lang. Puerto Marinado. Marinedo. Marinade. Und danke fürs Zusehen. Erneut sind wir in Puerto Marinado. Aber diesmal haben wir auch Kombuso hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.